wäre, wenn Fragen. Jetzt zählt, dass du und ich die Chance haben, neu anzufangen. Es gibt noch mehr zu besprechen, aber das Institut steht kurz vor einigen wichtigen Durchbrüchen. Deine Anwesenheit würden wir sehr schätzen. Ich war hier Teil von etwas Großartigem. Ich habe geholfen, ein Leben für mich und für die Leute hier im Institut aufzubauen. Und jetzt, nach all den Jahren, kannst du dabei helfen. Macht dich das nicht neugierig? Ist es nicht das, was du willst? Du willst, dass ich hier bleibe? Im Institut? Ja, das ist mein Vorschlag. Ist das so schwer vorstellbar? Das Institut kann dir ein besseres Leben bieten, als du es auf der Oberfläche jemals haben könntest. Du warst doch im Commonwealth. Du hast gesehen, wie es da ist. Ich versichere dir, dass du es bei uns besser hast. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich verstehe dich. Daher versuche ich, dir zu helfen. Du erkennst hoffentlich, dass das Institut das einzige auf dieser Welt ist, dem man sich anschließen kann. Ich bitte dich nur, dem Institut, mir eine Chance zu geben. Eine Chance, dir zu zeigen, worüber ich dir erzählt habe. Wir haben für die Menschheit nur das Beste im Sinn. Wirst du es versuchen? In Ordnung. Danke. Das Institut ist jetzt dein und mein Zuhause. Nimm dir Zeit und lerne es kennen. Triff die Leute, mit denen du arbeiten wirst. Du solltest dich bei den Bereichsleitern vorstellen. Dr. Fillmore im Bereich Anlagen, Dr. Ayo im Bereich SEB und Dr. Holdren in der Biowissenschaft. Und schließlich Dr. Lee im Bereich fortschrittliche Systeme. Sie wissen über deine Ankunft Bescheid. Triff sie, dann besprechen wir das weitere Vorgehen. Nur noch den Servo des Hauptantriebs festziehen. Das ist diesen Monat schon der dritte Schaden des Hauptantriebs. Soweit es mich betrifft, können diese alten Modelle nicht früh genug abgeschafft werden. Oh, Doktor. Ich weiß nicht. Sie haben es ernst gemeint. Von Ihnen haben viel länger funktioniert als vorhergesagt. Tja, also, wenn du mich fragst, weisen Sie eine hohe Qualität auf. Ich bin sowas wie die Chefingenieurin des Instituts. Als Vater uns von dir erzählt hat, konnte ich es kaum glauben. Du hast so viel durchgemacht. Da hätten die meisten wohl aufgegeben. Wenn ich fragen darf, was hat dich die ganze Zeit überhaupt angetrieben? Ich wollte meinen Sohn finden und ihn beschützen. Jetzt bist du hoffentlich stolz darauf, was für ein großartiger Mann er geworden ist. Also, ich erkläre dir kurz die verschiedenen Abteilungen dieser Anlage. Danach beantworte ich die Fragen, die du vielleicht noch hast. Du weißt vielleicht schon, dass wir dafür sorgen, die mechanischen und elektrischen Systeme am Laufen zu halten. Wir warten und verbessern alle Systeme, die es ermöglichen, hier zu leben und zu arbeiten. Hinter diesen Wänden befinden sich viele Maschinen, die Luft und Wasser aufbereiten und Energie für die Labore und Quartiere liefern. Unsere Arbeit ist vielleicht nicht so spannend wie die der anderen Abteilung, aber mindestens genauso wichtig. Du bist hier und hast mit Vater gesprochen. Heißt das, du bist an Bord? Absolut. Schön zu hören. Da wird Sean ein Stein vom Herzen fallen. Lass dir Zeit. Mach dich mit allem vertraut. Es gibt viel zu lernen. Und eine Reihe von Dingen, die man oben nicht findet. Wenn du noch was über die Abteilung dieser Anlage wissen möchtest, sage ich es dir gern. Es muss schwierig sein, solch einen Ort mit ausreichend Energie zu versorgen. Absolut.
Wir kratzen jedes Quäntchen Spannung zusammen, das wir kriegen. Mit den Jahren haben wir gelernt, unsere Energie ein bisschen aufzustocken. Falls nötig, können wir Quellen an der Oberfläche anzapfen. Wir nehmen natürlich nur das, was wir brauchen. Zum Glück arbeitet die Abteilung Fortschrittliche Systeme stets an neuen Möglichkeiten der Energieerzeugung. Das ist auch gut so, da der Bedarf immer weiter ansteigt. Du willst gar nicht wissen, was ein einziger Einsatz des molekularen Endmaterialisierers verbraucht. Da hast du wohl recht. Ich kann es kaum erwarten, bis die Gen 3 eingeführt werden. Na also, alles bereit. Einheit kann wieder zurück in den Dienst. Danke, Ma'am. Danke nochmal. Natürlich. In Warwick beschäftigt. Er will das in die Wege leiten, also musste ich alles andere liegen lassen. Ich hoffe, hallo, Doc. Wie es der Familie Warwick willkommen. Geht. Schön, dass du hier bist. Dr. Clayton Holder, Leiter der Abteilung Biowissenschaft. Ich kann es kaum erwarten, dir unsere Arbeit zu zeigen. Sie ist wirklich atemberaubend. Zum Beispiel? Das wollte ich gerade erklären. Wie der Name andeutet, geht es in der Abteilung Biowissenschaft vor allem um Studien in den Bereichen Botanik, Genetik und Medizin. Unser wichtigstes Ziel ist die Sicherstellung der Gesundheit und des Wohlergehens aller Personen im Institut. Dazu bauen wir hochspezialisierte Arten von Flora an, für die Verwendung als Lebensmittel und Medizin. Wir haben uns sogar schon mit synthetischem Tierleben befasst. Du hast bestimmt die Gorillas gesehen. Das ist im Moment noch Liebhaberei. Die Möglichkeiten sind aber trotzdem spannend. Es gibt wohl nichts, was er nicht hinbekommt. Mit harter Arbeit und Kreativität kann man jede Herausforderung meistern. Wir haben bestimmt schon viel von deiner Zeit in Anspruch genommen, aber weißt du schon, ob du zu uns kommst? Ich weiß nicht, wie gut ich reinpasse, aber ich würde es gerne versuchen. Großartig. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich kann mir vorstellen, dass du dich noch weiter umsehen möchtest. Ich beantworte aber auch gern alle deine Fragen. Du hast medizinische Betreuung erwähnt. Die brauche ich vielleicht gelegentlich. In diesem Fall solltest du dich bei Dr. Dean Volkert vorstellen. Er ist unser bester Biologe und dient uns außerdem als Institutsarzt. Dr. Volkert arbeitet in der Krankenstation. Geh einfach vorbei, falls es nötig wird. Bessere medizinische Betreuung findest du nirgendwo sonst im Commonwealth. Das kann ich dir versprechen. Bin durch.
Dr. Holdrins Synth-Gorilla-Projekt zeigt vielversprechende Ergebnisse. Da bist du ja. Schön, dass du es geschafft hast. Es ist schwer, sich abzuheben, wenn man von Genies umgeben ist. Das muss alles ein wenig überwältigend sein.